Willkommen aus der Bundesliga und damit willkommen zum nächsten Spieltag, zum Spieltag Nummer 8. Und damit willkommen aus der Volkswagen Arena in Wolfsburg. Ich bin der Dennis von Kanal Immer und 615, Kommentator dieser Begegnung. Und wir gucken mal, wer heute eventuell den Schlenzer der Leverkusener am gestrigen Freitag ausnutzen wird. Denn gestern hat Bayern 04 0:4 verloren und das könnte natürlich für beide ein wichtiger Niederlage sein. Denn mit einem Sieg kommt man ran bzw. überholt sie. Und nun ist die große Frage, was wird heute hier passieren? Die Aufstellung beider Teams, das ist die Aufstellung vom VfL Wolfsburg, da hat man einiges geändert. Insbesondere vorne im Sturm, im Mittelfeld Kaminski dabei und Marmoush ist im Sturm direkt dabei, da Metscher ausfällt, verletzungsbedingt, dementsprechend Marmoush jetzt von der linken Seite nach vorne gerückt. Gucken wir mal, ob er dementsprechend eventuell jetzt die Tore erzielen kann für den VfL Wolfsburg. Auf der anderen Seite beim VfB Stuttgart auch da einige Änderungen gegenüber den letzten Partien. Sosa, ja, angeschlagen, hieß lange Zeit, vielleicht macht er doch nicht mit und nun hat man sich entschieden, ja doch, macht er mit. Heute die Stuttgarter in einem 3-1-4-2 System, auch wenn das hier ein bisschen merkwürdig dargestellt wird, aber Silas eher auf der rechten Seite beheimatet, nicht auf der linken Seite, also mal schauen, ob sich das dementsprechend hier und heute eventuell auszeichnen wird. Und damit willkommen zum 8. Spieltag, heute am verregneten Wolfsburger Volkswagen Arena und los kann die Partie gehen, der VfL Wolfsburg in den dunkelgrünen Trikots gegen den VfL Stuttgart in Schwarz. Und mal gucken, wer sich hier heute in diesem Spitzenspiel, zumindest im Spitzenspiel gegen den Abstieg, durchsetzen wird. Denn wie erwähnt, beide Teams momentan nicht gut drauf. Beide, da fehlen die Erfolge und nun trifft man aufeinander. Das heißt also, heute kann man wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen. Da ist Marmoush, der ja vorne jetzt als neuer Stürmer eingesetzt wird. Max Kruse, ja, das Vertrauen von Niko Kovac nicht mehr. Deswegen ist er nicht gesetzt. Für Wolfsburg heißt es natürlich, ja, einen schlechten Saisonstart jetzt verbessern. Wir sind am 8. Spieltag, da kann noch einiges sich drehen und wenden. Und Waldschmidt dazwischen. Waldschmidt auch da, lange Zeit unklar, ob er heute spielt oder eher nicht. Am Ende hat sich der Trainer, der Wolfsburger, dafür entschieden. Sosa, Ball kommt in die Mitte und Thomas mit der Möglichkeit, mit der ersten Chance Castells zur Stelle. Aber hier, wenn man das sich anschauen kann, ja, man merkt einfach, dass dieses Team, nämlich der VfL Wolfsburg, im Abstiegskampf ist. Normalerweise kannst du so eine leichte Flanke ohne Probleme abwehren. Das war eher nicht der Fall. Eckball für den VfB. Ecke kommt. Und Marmoush, ja, der hat es ohne Probleme in den Griff gekriegt. Ja, der VfL Wolfsburg muss erstmal einen guten Weg finden nach vorne. Vielleicht über Swanberg. Ball geht zu lang, besser gesagt zu ungenau. Konterchance für den VfB Stuttgart. Endo. Endo, starker Pass. Und Endo! 1-0 Stuttgart! Der Kapitän macht's! Wichtiges Tor für den VfB, andersrum natürlich bitter für den VfL Wolfsburg. Schön die Lücke gesehen und vielleicht ist auch ein bisschen der Rasen schuld, dass der Ball richtig schön sich reindreht in das Tor für Castells, eigentlich als guter Torwart vorhersehbar. Aber das hat hier nicht so sollen sein und dementsprechend führt
Hier der VfB Stuttgart nach einer Viertelstunde mit 1:0. Also die Änderung hat bisher nicht Früchte getragen. Vielleicht jetzt über Kaminski. Doppelpass spielt mit Marmoush, der aber im Abseits ist. Gucken wir uns das nochmal an, ob es da wirklich der Fall ist. Und die Antwort lautet nein. Fehlentscheidung. Böse Fehlentscheidung. Kein Abseits. Also Glück für den VfB, dass der Linienrichter hier falsch entschieden hat. Und Stuttgart wieder im Angriff. Wieder über Sosa, ja. Baku dazwischen, aber mit einer sehr schlechten Rettungsart. Hart Gulert und es ist Thomas und der Nachschuss von Gudasi, der eigentlich im Endeffekt das Tor leer hat. Er muss nur noch einschieben. Und er macht es nicht. Er zielt auf den Torwart. Er erwartet, dass Castells vielleicht noch in die andere Richtung springt. Und das tut er nicht. Er bleibt stehen und kann hier den Ball klären. Nächste Chance. Kopfball Thomas. Und den Mal hat wieder Castells. Also der VfL Wolfsburg weiterhin am Rudern. Sie müssen ihre Nervosität im Griff kriegen. Starker Pass, Marmoush. Und Waldschmidt. Und jetzt Wimmer! Nicht gut getroffen. Von der Nummer 39. Der Ball, ja, viel zu hoch gegangen. Hat er nicht erwischt. Den hat er einfach nicht erwischt. Und so natürlich hier für Müller keine Problematik. Also erste Chance für den VfL. So im Bedrängnis war der Keeper hier nicht. Andersrum zumindest war es schon mal eine Möglichkeit. Nächster Angriff des VfL. Nächster Angriff der Niedersachsen über Waldschmidt, der an Endo als erstes scheitert. Die spielen den Ball als Pass. Ito hinten souverän und jetzt kann es schnell gehen. Über Thomas. Ah. Ich glaube, der Ball war ein bisschen mehr geplant in Richtung weit außen, Richtung Nummer 24 dort unten. Aber das hat so nicht sollen sein. So, die Bedrängnis eher nicht da. Konterchance, starker Pass in Richtung Waldschmidt. Waldschmidt! Ja, da hätte er ein bisschen weiter in Richtung Tor laufen müssen. Der Abschluss, klar, er hatte so ein bisschen erwartet, dass Müller vielleicht so ein bisschen in einer schlechten Standposition ist, aber das, ja, das war leichte Beute hier für den Keeper. Endo macht das stark, holt sich den Ball. Endo, Ball geht in die Mitte, kann aber abgewehrt werden. Arnold und wieder Waldschmidt. Ja, Silas hat den Ball zwar gehabt, aber trotzdem, Einwurf Stuttgart, alles nach Plan gelaufen. Klar, Konter wäre vielleicht eine bessere Situation gewesen, aber so hat der VfL Wolfsburg hier keinen Profit nutzen können. Ito und Thomas. Ja, Verteidigung zur richtigen Stelle am richtigen Ort. So, jetzt wird hier sehr viel gewartet. Dass die Verteidiger mit nach vorne laufen. Klar, risikoreiches Spiel. Das war nichts. Konterchance über Gudasi. Und jetzt kann es schnell gehen. Silas. Silas spielt den Ball nicht in die Mitte. Geht in Richtung Eckfahne. Sieht natürlich, dass er 4-5 Mann jetzt in Richtung 16er laufen. Beziehungsweise im 16er sind. Und dann ist hier der Halbzeitpfiff. Und dann geht es hier in Ordnung mit dem 1:0 für den VfB Stuttgart. Die, ja, das Tor durch ihn hier, durch die Nummer 3, durch Endo erzielt haben. Und natürlich ist die große Frage, was passiert in Durchgang 2? Wird noch in Durchgang 2 einiges passieren oder werden wir weiterhin viel Mittelfeldgeplänkel sehen?
Durchgang 2, herzlich willkommen aus der Volkswagen Arena. Unter anderem Brekalo kommt für Waldschmidt. Also Kovac nicht so zufrieden. Insbesondere die Riesenchance für Waldschmidt, die einfach viel, viel zu früh abgeschlossen hat. Und dann gibt es hier Abseits. Wir gucken mal. Ja, klar. Das ist klar und deutlich. Wir hatten vorhin auch schon eine Abseitssituation für den VfL Wolfsburg gehabt, die ja eine Fehlentscheidung war. Also der VfL Wolfsburg hier und heute jetzt nicht zwingend vom Pech verfolgt, aber bisher nicht das bessere Team, bisher das aktivere Team der VfB Stuttgart. Gucken wir mal, ob es in Halbzeit 2 anders laufen wird. Wolfsburg in den grünen Trikots mit Wimmer, der den Ball ja eher schlecht in Richtung 16er geflankt hat. Mafropanos hat das ohne Probleme hingekriegt. Das ist ein böses Foul. Also eher ein taktisches Foul, kein böses Foul. Taktisches Foul vom Franzosen hier wird hier mündlich verwarnt. Er hat auch den Ball getroffen. Also taktisches Foul, nicht letzter Mann. Gibt dementsprechend Freistoß. Boah. Eine Position, wo man gut und gerne mal eine gute Flanke in Richtung 16er schlagen kann. Draußen machen sich auch die nächsten Spieler warm. 51. Minute. Flanke kommt in Richtung 16er. Und ja, hier wird auf Vorteil entschieden. Brekalo vertritt sich hier. Also der Rasen hier in Wolfsburg natürlich glitschnass. Endo, schön rüber, aber dann kein Elfmeter. Schiedsrichter sagt, alles in Ordnung, Ball gespielt, Konterchance, richtig starke Kontermöglichkeit für den VfL Wolfsburg. Über Kaminski, Kaminski scheitert an Silas. Man merkt hier einfach, wie stark der VfB Stuttgart ihre Taktik heute hier aufgestellt hat. Silas normalerweise ja eher im Mittelfeld und eher nach vorne orientiert, aber hier und heute auch hinten mitarbeitend. Konterchance für den VfB Stuttgart zu Saar und Thomas! 2-0 Stuttgart! Ja, natürlich Buhpfiffe aus dem Wolfsburger Block. Da war definitiv mehr drin. Man sieht auch, wie hier es völlig sträflich frei laufen lassen. Keiner fühlt sich hier für den Stürmer mit der Nummer 10 verantwortlich. Und der netzt den Volley einfach trocken rein. Also in seiner Klasse kann der natürlich sowas ohne Probleme machen. Und so führt der VfB Stuttgart hier verdient mit 2-0. Für den VfL Wolfsburg sieht es eher düster aus. Es war ein guter Konter, man darf es nicht vergessen, aber am Abschluss hat man eben dann den Rückweg nach hinten nicht gefunden, oder besser gesagt, man hat die Spieler beim Rückweg nach hinten nicht gefunden, die hier in Schwarz spielen in Stuttgarter. Nächste Möglichkeit für den VfB und auch hier wieder völlig blank, 3-0, das ist zu einfach. Was hier auch immer der VfL Wolfsburg tut, sie sollten es definitiv vermeiden in den kommenden Spieltagen. Weil so geht es nicht. Die können hier ohne Probleme kombinieren, wie nichts gut ist. Und das tun sie auch. Und auch in der Qualität, wie der VfB Stuttgart das in den letzten Wochen gezeigt hat. Aber jetzt haben sie die Chancen. Jetzt dürfen sie die Chancen kreieren. Die letzten Wochen hatten sie schwierige Gegner. Heute ist der VfL Wolfsburg dementsprechend gefundenes Fressen. Und so führt man hier mit 3-0 Wechsel beim VfL Wolfsburg. Neuer Stürmer kommt rein. Und es sieht nach einer hohen Niederlage aus für die Hausherren, für die Niedersachsen hier. Handspiel, Freistoß für Wolfsburg. Auch hier könnte man sagen, natürlich eine Situation, die zu einer Vorlage führen kann.
nicht muss. Der Wechsel, Mamouche geht raus, dafür kommt Philipp rein. Einmal nochmal zum Nachtrag. Kaminski. Und Brekalo. Und jetzt ist die große Chance für den Anschlusstreffer. Oder besser gesagt, für den Ehrentreffer. Otaro mit der Möglichkeit. Sagadu kommt für Ito. Der Neuzugang für den VfB Stuttgart hat man heute hier also einen Verteidiger jetzt ins Spiel gebracht. Klar, 20 Minuten noch auf der Uhr. Man führt hier souverän mit 3:0. Also einen Verteidiger bringen ist vielleicht die richtige Option. Alleine weil der VfL Wolfsburg hier wahrscheinlich noch Schadensminderung machen möchte. Philipp und Brekalo und Silas wieder dazwischen. Der macht einen richtig starken Job aus meiner Sicht. Konterchance Stuttgart. Und diesmal stehen hier genug Wolfsburger hinten. Vier Mann sind da. Und der Ball wird geklärt. Es gibt Eckball. Es gibt Ecke, 15 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase eingeläutet. Nürzey kommt. Und natürlich die Stuttgarter Fans hier lautstark dabei. Der VfL Wolfsburg, diverse Fans auch schon extrem enttäuscht. Auch einige verlassen schon das Stadion. Also es ist jetzt auch noch mehr bitter. Es ist Handspiel, es ist Elfmeter. Gucken wir uns dann nochmal an, ob es wirklich Handspiel war. Und die Antwort lautet ja. Aber, Handspiel, dann darf man den Arm nicht so weit oben haben. Und dementsprechend die Möglichkeit für Gourassi. Und er macht ihn. Und er macht den, der Franzose, 4:0. So darf der VfL Wolfsburg definitiv in den kommenden Wochen nicht weiterspielen, während der VfB Stuttgart sich hier definitiv heute von einer besten Seite zeigt. Bestes Spiel der Schwaben. Das Niveau, was sie schon gezeigt haben in den letzten Wochen, und jetzt wird es endlich dafür mal belohnt. Und natürlich für den VfL Wolfsburg heute kein gutes Spiel. Können sie hier eventuell noch das Spiel etwas schöner gestalten? Kaminski verliert den Ball, aber er erobert sich den direkt wieder. Swanberg. Philipp, und da auch wieder Missverständnis. Es häufen sich die Missverständnisse beim VfL. Die Fans, die noch da sind, pfeifen natürlich ihr Team bereits aus. Klar, bei so einem Stand, bei so einer Leistung vertretbar. Und jetzt gibt es den nächsten Konter. 2 gegen 3. Und spielt er den raus. Gourassi allein vom Tor. Und er macht nicht das 5. Hat er schon erwartet, dass er den vielleicht ohne Probleme reinschieben kann, aber so eher nicht. Doppelwechsel, also auf beiden Seiten. Nein, Wechsel, eher gesagt. 5 Minuten vor Schluss. Und es gibt den passenden Eckball für den VfB Stuttgart. Ball wird in Richtung 5er-Linie geflankt. Und der Ball, ja, hat sich zu spät gesenkt. Thomas mit der Möglichkeit. Wechsel beim VfL Wolfsburg. Giallo Frugi geht rein ins Spiel. Also auch da ein interessanter defensiver Wechsel. Handspiel. Freistoß für den VfL Wolfsburg. Aber diese Handspiele bringen den Wolfsburger nichts. Den Niedersachsen hier, der ist eine Handspiel, was sie eben selbst begangen haben, hat eben das Tor für das 4. gebracht für den VfB. Und so ist zumindest der VfB Stuttgart einige Punkte auf dem Konto dazugekommen. Also für den VfB Stuttgart sind einige Punkte auf dem Konto dazugekommen, während der VfL Wolfsburg ja sich definitiv in den nächsten Wochen
unter anderem mit der Trainerfrage beschäftigen muss, weil dieses Ergebnis wird wahrscheinlich die Verantwortlichen alles andere als milde stimmen. Oh, ohne Probleme vorbeigegangen. Möglichkeit hier vielleicht noch zum Ehrentreffer. Jawohl, den haben sie nochmal. 1-4, 93. Minute. Und Wolfsburg ist wieder zumindest etwas unbeschadet weggekommen. Brekalo mit dem Tor. Und den macht er. Ja, hätten sie das wie früher gemacht, dann wäre hier alles nicht so schlimm gewesen. Müller hat nicht viel zu tun gehabt. Den hat er jetzt nicht gekriegt. Aber ich glaube, den Stuttgartern wird das egal sein. Sie holen die 3 Punkte hier in Niedersachsen. Das war's. Der VfL Wolfsburg verliert hier mit 1-4. Und natürlich die Enttäuschung riesengroß. In diesem noch so wichtigen Spiel. Der VfB Stuttgart verdient mit 4-1. Vom Feld Man of the Match heute die Nummer 10, Thomas. Hat heute viel getan, hat heute viele Möglichkeiten rausgespielt und ist heute der Matchwinner in diesem 8. Spieltag. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und natürlich hoffe ich, dass ihr auch in der nächsten Folge der Bundesliga-Prognose oder besser gesagt des Prognosen-Videos wieder dabei seid. Also, bis dahin eine gute Zeit.